Mini, 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 ich bin klein. Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of the Folie Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns im Mel Tokyo eingeschlichen, aber Zellos hat hier gemerkt, dass die Tür verschlossen ist und das ist irgendwie nicht normal und wir wollen trotzdem jetzt da rein und ja. Irgendwie müssen wir diese Tür öffnen, also gehen wir weiter. Und wir sind klein übrigens. Können wir den ganzen Tag machen. So, was kann ich hier mitmachen? Das ist eine Truhe. Erfahrungsgeber Level 3. Bock. Ewigkeit, Geist, Glück und Auferstehung. Ewigkeit, auch so. Anderswo und Wach plus. Okay, Leute. Ewigkeit, Geist, Kampf plus und Wach plus. Warum nicht? Hallo? So, ey, was zum. Die Kombination mit anderen Erfahrungsfähigkeiten verändern die Wirkung. Okay, mit maximal TP wird die Basis-Attacken kommen um 1. So, tun wir ihn auch mal hier ändern. Spott. Ich bin jetzt sowieso ja am Testen mit den Erfahrungsgeben. Ich weiß, ich mache das sehr früh. Ja, oh mein Gott, wie ist der wieder? Mein Gott, wie klein sogar ist er im Vergleich zu Colette ist, ey. Warte mal. Ich bin nicht klein. Hochgelernt. Eis von Alo. Die ganz auch irgendwie an den Erfahrungsgehen. Ich glaube nicht, ne? Ja. Aber die Staubspinne. Wir sind alle vergiftet. Klärt einen sich Verbund Erfahrungsfähigkeit an. Okay, ich werde sehr viel hier rum experimentieren anscheinend. Sprucherbruch. Spott kann durch Abwehr abgebrochen werden. Was hatte sie denn vorher? Ich kann wahrscheinlich die Dinger nur erlernen, wenn der Balken ganz bei T oder bei S ist, ne? Nehme ich mal an, weil sonst wäre der richtig broken irgendwie. So, Galt und Adlauge und Magie kann ich mal. Treffer Pro. Hier stand Vitalität. Das hat nichts gebracht, ne? Stärke und Vitalität. So, dann hier. Warte mal, das ist nichts, ne? Okay. So. Ausweichen und Geist mal. Und Magie und Geist, das habe ich glaube ich ganz Zeit, ne? Neutralisator. Na, tun wir mal ein bisschen ausprobieren. Ja, ich brauche Heilung gegen Gift. Recover. Mein Gott, die TP. So, was haben wir hier? Ach, da können wir rüber. Ja, ich hätte Apfel da mitnehmen. Sticht so die ganze Zeit so ins Auge irgendwie. Oh, was? Kann er nicht rüber. Nee, irgendwas. Da kann man auch durch. Oh, was? Ring der Geister gefunden. Jawohl. Das macht das Shit. Ring der Eterie beruhigt. Stellt beim Kampf regelmäßig 1% der Maximal-TP wieder. Ja, das wäre doch was für Dingens hier. Ja, für Rain. Also überhaupt immer T. Boink. Ja, ich möchte mal wieder im geschrumpften Zustand gegen irgendwelche Viecher kämpfen. Warum auch immer. Ich habe irgendwie sowas verlangen. Okay, das sieht schon wieder nach extremen Rätseln aus hier. Was mag das wohl sein? Suddenly Lloyd. Wow, eine riesige Maschine. Oh, das ist ein
Abfallverdichter. Abfallverdichter? Weil Tokios nicht brennbarer Müll wird durch einen Müllschacht entsorgt. Hier wird er gesammelt und von dieser Maschine zu Blöcken komprimiert. Die leicht zu transportierenden Blöcke werden zu einer großen Müllverarbeitungsanlage gebracht. Vielleicht können wir das für uns nutzen. Auf jeden Fall. Okay. Okay. Hui. Und nun mal da runterschmeißen. Was ist da unten überhaupt? Okay. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht und wie oft wir was machen können, aber wir können es auch mal versuchen. Boink! Das war falsch. Nochmal. Oh verdammt, wir können nur ein paar machen. Oder? Hey, okay. Ich dachte schon, jeder hebt hier irgendwie. Steht vor allen Dingen. So. Ach so, okay. Now I see. Und ich bin blöd. Was? Aber da oben, da kommt ihr doch gar nicht hin dann. Oh, warte mal. What the fuck? Große Axt gefunden. Wie groß? Ich möchte die Aktie mit einem beiden Händen geschwungen wird. Ja, bitte. Du, komm mit mir. What do you want, huh? Okay, die Axt ist schon ein bisschen größer, das ist nicht gut. Käse geschoren. Klischee. Aua, das ist ein Klischee. Mäuse. Okay, warum habe ich das gemacht? Sehr schön. Genes eignen sich Verbund-Erfahrungsfähigkeit an. Okay, sehr schön. Ausruhen. Ausweichen und Geist. Warte mal, war bei Ray nicht auch so? Nein. Doch. Ausweichen und Geist. Okay, Neutralisator und Dings hatte sie, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Neutralisator Magie. Ich würde alles hier ausprobieren. Stärke Widerstand. Widerstand und Dings hatte sie schon, ne? Individualität. Ich komme jetzt ja voll durcheinander. Und Spott und Ausweichen hat sie auch. Spott und Magie. Lass ausprobieren. Dahin. Danke. Sehr schön. Konnte. Irgendwann kann ich keine mehr da benutzen. Tun wir mal hier hin. Schmeißen. Aber ich sehe irgendwie keine Möglichkeit, wie da was, wie wir dann da hinkommen. Fuck. Kommen wir so darüber? Nom 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 nom. So. Dann gucken wir mal. Also ich tue mal einfach irgendwo mal einen runterschmeißen. Platsch. Perfekt. Dann daneben noch einer. Dann kann ich mich da hinten wieder
groß machen. Irgendwie so verdächtig aus. Hier wohl noch so ein Loch vielleicht. Da ist auch noch so ein Ding, wo man mal schmeißen kann. So. Also nicht, was da bringt, wenn wir hier runterschmeißen, aber wird schon irgendwo hinführen. Hey, da ist eine Truhe, sehe ich gerade. Da ist eine Truhe versteckt irgendwo. Unter der Treppe. Jetzt hier. Bäh. Hier sind wir. Ja, nur noch eins, ne? Was? Ich habe hier noch nicht runtergeschmissen. Ach, da kannst du gar nicht, oder? Oder hier habe ich noch nicht runtergeschmissen. Gibt's auch nicht. Guck mal her. Die immer so rote Augen bekommen, wenn sie angreifen. Voll gruselig. Voll an den Colette. Ja, da ist aber sicher echt mit dem Spiel, mit den ganzen Zeugs hier, was wir machen können, vertrauter. Ja, schön. Oha. Oh, ich habe Item Tief ja schon ausgerüstet. Super. Ma. Holy Song, verbessert zeitweise die Abwehr. Judgment. Habe ich das schon angesetzt? Warte mal, ist das der, wo ich selber drauf gehe? Nee, okay. Okay, ich werde mal hier die Charaktere wechseln. Ich will mehr Sachen lernen. Anlauge und Ausweich mal an, ne? So, okay, mal Galt. Victory und eine Stärke und Individualität, Treffer pro. Du bekommst das auch mehr noch. Und du hast Ausweichen und das ist noch irgendwas anderes. Magie und Sport und Ausweichen und okay. Probieren wir mal einige andere Leute aus, damit wir mal mehrere Sachen lernen. Bin es nee, bei dir. Wenn euch Zellos. Obwohl du hast noch gar nicht Dinge, ne? Dann Leute. Bin ja wohl ohne Dingens mal ein bisschen überleben, ohne Heiler. Anlage und Ausweichen. Sport und Ausweichen. So. Eine kleine Auserwählte aus Silverrand. Joink. Prüfen. What did I just do? Ah, okay. Ja, ist der andere Weg war optional. Mini, mini, mini. Sehr schön. Dann hier rüber. Wir können aber nicht darüber. Warum nicht? Ja, was war das? War das für ein Ding gerade? Oder gesehen? War irgendwie so eine komische Welle oder so. Komme ich da rüber? Da, was? Komme ich irgendwie nach? Seetang. Ach, wir kommen hier von Bessaya. Fähigkeit. Ist hier noch irgendwie was, was ich nicht bemerkt habe? Sieht aber so aus, als könnte man von da irgendwie herumlaufen. Mal.
Weil ich dann habe ich keine Ahnung. Okay, geht noch weiter. Mal ja. Beinahe wäre ich wieder groß geworden. Woher kommt mir die Musik so bekannt vor? Zweiter Teil war die nicht so gleich irgendwie als Kampfmusik oder so, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Schienen eignen sich von der Fähigkeitsfähigkeit an. Mein Gott, ey. Wir sind ja immer am Rumexperimentieren und dann lernen sie erst was. Spottabbruch. Adlauge hatte ich vorher, ne? Dann Spott und Elan. Und Leute, ups, Flucht bringt den für den Flucht benötigten Zeitraum. Ach, da sieht man auch, was Auswirkungen darauf hat. So, T-Typ. Hey, du bist doch S. Was? Achso, da kann ich aktiviert werden oder so. Ich habe keine Ahnung. Er ist doch T. Er ist doch ein S-Typ mittlerweile. Okay, Stärke und Vitalität und Ewigkeit. So, und wer hat jetzt nichts gelernt? Komplett. Okay, ist jetzt egal, erstmal. Genes, du hast Spott und Ausweichen und Laden. Auch mal ausprobieren und danach. Mal gucken. Brustpanzer. Ja. Eisenpanzer. Splitterpanzer. Gut. Joink, ich bin wieder groß. Hier so ein Speicherdingen. Ich werde jetzt mit den Erfahrungsgeben ja ausprobieren alles. Und zack. Ich weiß nicht, wie man solche Attacken macht. Wir haben nochmal so verbundene Attacken eingesetzt, ey. Weiß nicht, wie man das macht. Okay. Ja. Warte, ich komme. Okay. Neue Erfahrungsfähigkeit. Und Obstsalat zubereitet. So, ja, was Neues. Leben plus. Erhöht hin und wieder maximal KP. Ja, super, geil. So, dann Widerstand. Was, da kannst du auch? Vitalität und Ewigkeit. Okay, dann Widerstand und Vitalität erstmal. Und weiß ich nicht. Das war vorher, ne? Spott und Elan. Mal ausprobieren. Stärke und Vitalität. Keine Ahnung. Okay. Das wäre ein Mauseloch. Na? Fangs, gehen wir Level 1. Warum? Joink. Hier sieht es aus, als können wir da runterschmeißen. Ist klar. Das wäre so ein Ding. Verdammt. Ich will mich als klein machen. Machen wir mal Judgment. Warum spielt sie Erdgitarre? Alter!
mit dem Oberlevel gleich. What do you wanna do, huh? I'm the chosen one. Verdammt, China. Ich treffe die Gegner nicht. Wir sind so klein, wir müssen kleiner werden. Macht Sinn, oder? Wir sind alle im Eimer. China. China, Mann. So. Irgendwie nicht. Dingens. Wo ist sie? Rain. Noch mal Nurse, bitte. Zack. Dann noch eine Erfahrungsgeme. Super. Unisono macht. Wirkt die Kraft von Unisono angriffen. Wir schon in Ewigkeit. Ja, wieder schon Vitalität. Weiß nicht. Zellos braucht noch ein Dingens hier, ein bisschen T-Punkte und so. Komm her. Komm her! Mal gucken, was ich hier noch so herausfinde. Möchte ich auch auf Screen irgendwie die Chance geben, mal ausprobieren. Aber gucken. Du, ey. Warum kann ich deine ab, wenn ich dich sprechen mal soll eigentlich? Aua. Bin ich gerade halt ein Spirit Seal. Sehr schön. Noch eine Erfahrungsfähigkeit, ey. Mein Gott, Leute. Ich kann mich doch bald nicht mehr entscheiden. Kraftschub, die Dauer eines Kraftschubs. Wach plus nehmen wir mal. Joink. Ich habe so eine Ahnung. Das wäre ja von dem Ding aufgehalten, ne? Aber was wäre passiert, wenn das Ding noch nicht da stand? Wenn wir noch weitergekommen, wo wären wir denn da gelandet? Komm ich gar nicht durch. Oh, was? Okay. Ja gut, okay, bringt uns ja nicht sehr viel, da weiterzumachen. Ich hab jetzt irgendwie so mit den Erfahrungen gegeben. Käse gestohlen. Ja, wie wär's mal mit so Clown plus irgendwie sowas? Da wäre doch mal eine gute Fähigkeit. Aber diesmal da nichts gelernt. Okay. Wahrscheinlich habe ich ja schon eine Kombination auf und runter gemacht, aber egal. Oh, noch so eine Müllpresse haben wir hier. Mein Gott, was? Mein Gott, wie weit müssen wir halt entschieben? Are you freaking kidding me? Oh, wir haben da irgendwas bekommen, glaube ich. Würde ich aber sagen, das Rätsel machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.